Ja, bei mir jetzt Lukas Achterberg. Viele kennen den Namen der Region, Lukas Achterberg, Eintracht Trier, ist bei Bundesligist ausgebildet worden, bei Schalke. Jetzt bist du bei TuS Kennen. Wie kommt es dazu? Ja, hier hat alles angefangen. Das sind meine Jungs seit Tag 1. Die waren in jeder Lebenssituation, egal was ich durchgemacht habe, waren die bei mir. Und habe mich ja damals gegen den Fußball entschieden und für eine selbstständige Karriere habe jetzt mein eigenes Unternehmen aufgebaut. Oder bin es auch noch am Aufbauen. Und dann ist es immer schön, wenn man einen Ausgleich hat mit den Jungs wieder, wie früher zusammenkicken kann. Dann sind so Spiele heute natürlich ganz besonders. Ja. Was machst du genau? Wie kann man sich das vorstellen? Ich mache Design und Marketing, hauptsächlich Social Media Marketing und Online Marketing für Firmen hier in der Region. Und ja, nebenbei freut man sich dann natürlich nochmal auf dem Fußballplatz zu stehen. Ja. Und wie ist es so? Ich meine, du bist ja ein anderes Niveau gewöhnt, aber ich denke, die Mannschaft ist sehr ambitioniert. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, wenn die Kameradschaft und auch die Motivation stimmt, oder? Also es ist ein anderes Fußball. Was mir hier ganz besonders gefällt, ist natürlich die Liebe zum Fußball. Also hier steht keiner am Platz, weil es um 1,50 Mark geht, sondern hier machen das die Leute aus Leidenschaft, zum Teil nach dem Beruf, und das gefällt mir immer wieder gut. Und dann hast du auch eine ganz andere Spielatmosphäre, und das freut mich zu sehen und das macht auch Spaß dann. Und hast du jetzt mit dem höheren Fußball abgeschlossen oder sagst du, mal gucken, was kommt, oder wie kann man sich das vorstellen? Ich habe schon vor 1,5 Jahren mit dem höheren Fußball abgeschlossen und deswegen war jetzt auch der Schritt, ein paar Kilos müssen noch mal runter und dann muss man noch mal ein bisschen an den Fußball ran, damit der Sommer nicht ganz so schlimm wird. Ne? Und dann aber nächstes Jahr auch durchaus die Perspektive damit kennen, oben mitzuspielen in der C-Klasse, oder wie siehst du es da, wenn du dann bleiben würdest? Also auf jeden Fall, ich werde keinen anderen Verein anstreben. Bei mir ist es so, dass ich zeitlich gucken muss, wie es halt am besten passt. Ich bin auch erst ganz neu dazugestoßen, kann auch kaum aufs Training kommen, aber zu so Spielen bist du natürlich dann gerne dabei.